Hallo, meine lieben Skatfreunde und Skatfreundinnen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Wahnsinn. Kanal. Es ist 11 Uhr Wahnsinn. und ja, wir sehen hier das Turnier. 10 Euro Einsatz. Grand. Erstes Spiel gleich mal mit rein. Werde ich mir wohl hier mal einen Grang abholen. Der kann natürlich auch tot gehen. Ah, jetzt nicht mehr. Nach dem Kreuz 10, jetzt kann ich nur noch. Ja, doch, theoretisch. Warte mal, wenn jetzt Herz 10 Abstich kommt. Ja, nee, easy. Easy, easy. Und dann natürlich noch der Pik König besetzt steht. Passe. Dann kann das noch tot gehen, aber das ist nicht der Fall. So, ich habe mal die Lautstärke hier noch ein bisschen hochgedreht, weil gestern kam ein Kommentar, dass meine Lautstärke nicht ausreichend wäre. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen nochmal aufgedreht hier. Aber ja, ich hoffe nicht, dass das jetzt übersteuert. Weil ich sehe hier schon Ausschläge, die in den roten Bereich gehen. Ich muss mir das dann ja Passe. nachher mal selber anhören. Ja. Passe. Oh, Kreuz Bube im Skat, das ist doch gar nicht so schlecht. Komm, ich habe hier doch die falsche Maus am Wickel. Peak. So, ich muss mal schnell die Maus wechseln. Ich habe noch, ich habe ja gestern Star Trek Fleet Command gespielt und da ist die geräuschlose Maus nicht gut geeignet für. Deswegen habe ich da die Maus gewechselt. Aber so, was haben sie jetzt? 27. Bisher alles im grünen Bereich. Ja, ich muss den rausnehmen, weil noch ein Trumpf drin ist. Naja, wenn die beiden Kreuzen jetzt auf einer Hand sind, dann ich weiß gar nicht, ob ich da noch verlieren kann. Ja, ich glaube, ich hätte noch verlieren können. Ja, nee, doch nicht. Derjenige, der beide Kreuzen drin hat, Passe. der hat die Achtung. beiden letzten Vollen gehabt. Passe. Wow, was ist denn jetzt los? Es ist ja hier der. Ist heute Weihnachten oder was? Grand. Es ist ja nicht zu fassen, was ich für Karten kriege. Sehr krank, ey. Sehr krass. Boah. Ich Achtung, kann es nicht ja, glauben, ey. 20, ja, 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. Ui, 33, passe, jetzt passe. habe ich mal den ersten kleinen Tiefschlag gekriegt. Ich glaube nicht, dass ich den Grang gewinnen kann. Naja, eigentlich überlege ich fast, keinen Grang zu Grand. spielen. Kein einziges Bild. Das wird nicht reichen. Das wird definitiv nicht reichen. Oh, jetzt sehe ich das doch ganz positiv. Ha. Ist ja krass, ey, dass ich da noch die Karo 10 kriege. Heftig. Passe. 18? Ja. 20? Die war bestimmt blank, die Karo 10. Passe. So. Okay. Alles klar. Pik ist Trumpf, Vorhand. Ich spiele mal blank aus. Ich muss erstmal was trinken. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden. Also ich war zwar schon wach, aber
Ich habe mich dann nochmal hingelegt, weil ich nochmal müde wurde. Also ich war eigentlich um kurz vor 7 wach. So, ein Bube ist noch drin. Also mein Trumpf Ass ist nicht in Gefahr.18? Na, da werde ich mal Ja. passen. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja. 45? Ja. So, das 46? Einzige, was ich nach dem 50? Aufstehen gemacht habe, Passe. 0. Ouvert. ich habe. Ach, ich bin ja karofrei. Ich bin auf Toilette gegangen, habe da mein kleines Geschäft gemacht und 18. danach Ja. habe ich 20. Ja. mir noch das Gesicht gewaschen und Passe. ja, dann habe ich mich gleich an den Rechner gesetzt. Also deswegen, ich habe noch nicht mal was getrunken. Ja, das mache ich jetzt. Peak. So. Ja, einen vollen können wir mal opfern, ne? Von unseren 4 vollen. Ah, der könnte eventuell mit zweien der erste Zug in Unterzug gewesen sein. Naja, bieten wir noch mal den zweiten vollen an. Oh, die beiden alten lagen drin. Sag mal, war das vorhin Nulle Verhand, den er gespielt hat? 18. Hätte er denn da nicht noch reingucken können? Nee, ne? Er musste Nulle Verhand spielen. Ich glaube, die Reizung war 50, ne? Passe. So, können wir jetzt hier 0 spielen vielleicht? Oder den Karo einfach? Nö, ich spiele den 0. Null. Ja, ich bin theoretisch in 3 Farben drin. In Pik, in Herz und in Karo. Jetzt nur noch in Karo. Jetzt gar nirgendwo mehr. Geil. Das lief ja mal perfekt, der Null. Passe. So, Vorhand, Hinterhand bin ich. Passe. Oh, geil. Ist das geil. Grand. Also so gute Findungen und so gute Karten habe ich wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr bekommen. So, 13 plus. Ah, ist egal. Ich glaube nicht, dass ich hier groß mitzählen muss. Ich habe ja noch 2 Herz gedrückt. Was soll da passieren? 4. Es sitzt so geil. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie viel Herz sind denn überhaupt? 2 habe ich gestochen. 2 habe ich gedrückt. Es sind noch 3 Herzen drin. 28, 28, 56. Gewonnen habe ich auf jeden Fall schon. 56, 13 gestochen. 56, 13 gestochen, 66, 69, 79, 83. Also es reicht auf jeden Fall schon mit dem Peak.
18. Passe. Passe. Ich habe ja den jungen Stich sogar noch vergessen. Mittelhand. Also ich hatte, glaube ich, schon 89 oder so. Oder 88, irgendwie so. Okay, vier Augen gedrückt. Neues Spiel, neues Glück. 14. Vier gedrückt sind 18. Das ist jetzt so eine Sache. Mit dem Jungen stechen. Ja, ich steche mal mit dem Buben. Ja. Easy. Ja, das lief ja mal genial, wie die Spiele zuvor auch. Passe. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Ja, zwei Asse wollte ich jetzt nicht finden. Bei 20, Null. Oh, na, den verliere ich jetzt auf Karo. Der ist herzfrei. Ja. Ja, das war. Vielleicht hätte ich doch den Herz spielen sollen. 18? Sechs Trümpfe. Ja. Ich habe mir den Herz gar nicht so genau angeguckt. Aber bei Herz hätte ja sie ja auch ein paar Trümpfe gegen gehabt. Aber wenn ich den verloren hätte, hätte ich halt nur 40 Minus gekriegt und nicht 46. Ja, wenn ich jetzt nicht Karo, ich hätte ja auch Karo 10 drücken können und Karo 8 ausspielen. Dann hätte ich 7 Bube in Pik gehabt. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Naja, egal. Ich denke mal, so 0 kann man schon mal verkraften zu verlieren. Ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, passe, passe. Kreuz. Kreuz ist Trumpf, okay. 12. Mal wieder mal mitzählen. Schuss ist gefunden. Hat er wieder untergespielt? Ich werfe mal meinen blanken Herz weg. Spiele mal in Karo zurück. Vielleicht machen wir ja noch einen Herzstich. Leider nur ein. Da ist noch der siebte Karo. Kreuzjunge lag. Vorhand. Passe. Karo einfach nochmal verlieren. 18. Herz liegt im Skat, Herz Ass. Herz. So, 10 Auge gedrückt. Ja, ein schönes Spiel ist das nicht. Ein schönes Spiel ist das nicht. 20, 31, 42, 45. Wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Scheiße.
Ah, das war ärgerlich. Passe, 18? passe. Ich steche. Ja. In 20? Karo Ja. 0 22? Augen, ja, das war das Problem. 23? Ja. 24? Ja. Vielleicht hätte ich da. 27? Ja. Nee, 30? Ja. kann ich auch nicht machen. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. Passe. Passe. Wenn ich in Karo nicht steche, Ach. sondern Kreuz abwerfe, dann kriege ich mein Herz Ass gar nicht nach Hause. Passe. Wo sind die guten Passe. Karten hin? 18. Die sind weg. Grand. Nee, die sind nicht weg, die kriegt jemand anders. Raus sind wir ja gekommen. Oh, da sind sie ja wieder. Kreuz mit Passe. Fünfen zur 18. Zeit. Nee, Ja. Pik mit Fünfen. 20. Ja. Mit Vieren. 22. Ja. 23. Ja. Passe. Es bleibt auch beim Pik. Mit Vieren. Peak. Ja, das haben wir schön Schneider geschafft.18. Passe. Passe. Herz. Ups. Da hat er wohl ein paar Trümpfe gegen gehabt. Wups, Schneider. Krass. Ja, manchmal ist das schon. Habe ich hier Nulle wie Hand? Ja, ne? 50. Ja. 55. Ja. Passe. Passe. Grand Hand. Der sitzt ja ulkig.
Nein, wie kann man da Herz aus reinhauen? Das glaube ich ja nicht. Oh Gott, wie kann man da Herz aus reinhauen, ey? Und Karo Ass liegt im Skat. Ey, das kann nicht wahr sein. Wie kann man so einen beschissenen Grand Hand spielen? Vollkommen abgereizt. Vollkommen abgereizt. Also unvorstellbar. Ein Herz liegt auch noch drin. Passe. Also, 18. ey, wie kam man so ein. Ich habe so ein geiles Nulle-Wehr-Handspiel. Absolut unverlierbar. Und es kann echt nicht wahr sein. Also, das war sowas von abgereizt. Überlegt euch mal, was das für eine Scheißkarte war. Also, er hatte Herz Ass 10 nicht. Ach, war das eine schlechte Karte. Dann hat er Kreuz, hat er doch auch nicht gehabt. Also Kreuz 10, also Kreuz Ass, glaube ich, hat er nicht gehabt, ne? War der schlecht. War der schlecht. Wir können uns den hinterher nochmal angucken. Das war Spiel 20. 18? Karo hat er nicht das Passe. Ass gehabt. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Passe. Grand. Achtzehn. Passe. Passe. Peak. Scheiß drauf hier. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. 0. Hand. Achtzehn. Passe. Passe. Ich verstehe nicht, wie so ein Abreizen noch belohnt werden kann. Unglaublich. Also nicht nur, dass er das Spiel gewinnt, sondern dass er danach noch einen Lauf kriegt. Ey. Es ist nicht zu fassen. Das war's. Kreuzjunge noch im Skat. Unglaublich. Also, das sowas habe ich auch selten gesehen. 18, passe. 20, ja. 22, passe.
Grand. Was ist das denn für ein Krang? Warum hat er denn den Jungen nicht gezogen? Ich glaube, das Ding gewinnt er, wenn er da einen Jungen zieht. 18. Passe. 20. Passe. So, jetzt wünsche ich mir kein Kreuzspiel und dann mal gucken. Karo. Karo bei 20. Den muss er Schneider spielen, wenn er Kreuzbube hat. Also hat er ohne Vieren. Vielleicht nur 4 Trumpf. Oh, der ist sogar ohne Fünfen. Nein. Oh, scheiße, Mann. Mit 4 Trumpf kann er Herz verstechen. Und nochmal, ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Der hat Kreuzjunge, er weiß, dass ich Pikjunge habe, ey, das kann nicht wahr sein. Und die 10 hat er auch noch blank, ey, das kann nicht wahr sein. Gewinnt er hier? Das war ungewinnbar. Ich muss mit Trumpf anfangen, mit Trumpf 10, ey. Das kann nicht wahr sein. Ey, das war mein Fehler, glaube ich, ja. Das war ein Spiel. Wieso denn zweimal? Aber ich meine, Moiki wusste auch, dass sie ja ganz wenig Trümpfe hat, weil. Ich musste ja die Buben haben. Also zumindest Pik-Bube musste ich haben. Unglaublich. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Das Spiel hätten wir ihn auch Schneider gespielt, Herz. wenn wir das über Trumpf und Herz spielen. Ja. 20. Passe. Wieso der Weiterreiz, frage ich mich. Passe. Bei Spiel 30 mit 100 Punkte, was will man da jetzt noch erreichen, außer noch Abreizgeld zu bezahlen? Kreuz ist Trumpf. Okay, ich bin Ausspieler. Irgendwie
Habe ich nicht mitgekriegt, dass das Spiel schon angesagt ist. Zweimal gestochen. Zweimal gezogen. Er hat jetzt noch zwei Trümpfe. Ist jetzt die Frage, ob Herz 10 noch bei Seher steht. Ich glaube, Herz 10 ist gedrückt. Ja. Zwei Trümpfe. Mal gucken, ob er drei Piken hat. Er hat tatsächlich die Pik. Ah, die Karo 10, aber er verliert trotzdem mit 60. Herz 10 lag drin, dann hätte ich meinen sechsten Trumpf gefunden. Passe, passe. 18. Herz. Ein Siebentrümpfer. Pik hat da reingetan. Ich war jetzt ein bisschen blöd von mir. Ich hätte zweimal Karo abwerfen sollen, anstatt einmal Pik und einmal Karo. Naja, ist egal gewesen. Wir kommen hier nicht raus aus dem Spiel. So, ich habe schon ewig kein Passe, Spiel mehr gemacht. passe. Also, zumindest kann man kein 18. Spiel mehr erkennen auf der Liste. Also die Karte hat so gut angefangen. Ich hätte gedacht, ich mache Herz. jetzt hier eine 15-1600. Aber durch die zwei Toten dann mittendrin hintereinander. Einmal hat er Karo abgeworfen. Mal gucken. Na, komm. Hier muss doch noch ein Trumpf sein, ne? Ja, sag ich doch. Kreuz Junge gefunden und verloren. 18? Ja. Wenn ich 20? sagen würde, es Ja. tut mir leid, 22? würde ich lügen. Ja. Passe. Ich Passe. meine, dadurch, dass er mir diesen Grand Hunter abgereizt hat. So, machen wir das so. Grand. Ja, ich denke mal, mit diesem Grand Schneider, hoffe ich mal, werden wir das Ding rausmachen. Ja, es ist sicher Schneider. Kreuzkönig ist schon gefallen, kann also nicht mehr zu dritt stehen. So, jetzt 18. brauche ich auch kein Spiel Passe. mehr Passe. riskieren. Grand. Hand. Ja, ich glaube, das ist mindestens der dritte Grand Hand, vielleicht sogar der vierte. Herz. Das ist ein Ding. 21. Da ist Ass und 10 gefallen. Ich glaube nicht, dass er da noch was abgibt. Doch, er gibt doch noch was ab. Sonst. Da liegt noch ein Bube im Skat. Ey, das gibt's nicht. Und ich habe ihm jetzt, weil ich gedacht habe, Kreuz wird er nicht haben. Passe. Habe ich da nichts 18. reingehauen. Wenn ich da ein Bild nur reinhaue, sind wir aus dem Schneider. Den Schneider habe ich ihm geschenkt. Passe. Null. Tja, Pik wollte ich ausspielen, die blanke 8.
Also ich kann ihn in keiner Farbe reinkriegen. Achtzehn. Passe. Passe. Ja, ich gucke mir gleich nochmal den Granghand an von Seher. Karo. 14 und 17, 31. 31. Einundvierzig, 51, 54. 58. Ich habe den höchsten Trumpf mit 60, also das Spiel kann er nicht mehr gewinnen. 63, nee, 61, glaube ich, ne? Ja, nee, wir hatten schon 63. Nee, kann auch nicht sein. 61 hatten wir. So, was hat er gespielt? 4 zu 4, oh Gott. Ich habe, welches Spiel war das nochmal? Ja, kann ich jetzt nicht mehr sehen. Okay, wir gucken uns das nochmal kurz an. Eigene Listen. Spiel. Der erste Granghand, der war's. Nee. Doch, der war's, glaube ich, ne? Spiel 20. Gucken wir nochmal rein. Also, das ist echt unglaublich, mit der Karte Granghand zu spielen. Ihm fehlen drei Asse und zwei Zehen und zwei Buben. Also, es ist wirklich schon richtig krank. Überhaupt auf die Idee, mit der Karte Granghand zu reizen, würde ich niemals kommen. Unvorstellbar. Also wenn da Karo Ass nicht liegt, dann kann er das Ding nie gewinnen. Und wie Herz Ass hat er auch noch reingeworfen? Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wieso er da Herz Ass reinwirft. Wenn der hier Pik 10 reinhaut auf den Stich, wie soll er das Spiel jetzt noch gewinnen? Also wir kriegen mehr. Die Pik 10 kriegen wir mehr. Und wir kriegen mehr Herz Pik König, ne? Warte mal. Ja. Also wir kriegen exakt. Warte mal, das reicht ja nicht mal, oder? Pik 10 rein. Das sind 10 Augen mehr. Und dann nochmal Pik König rein. Dann kriegt er tatsächlich 61 auf das Spiel. Das ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar, wie man so ein Spiel gewinnen kann. Also ich meine, er hat hier doppelt Glück. Karo Ass und Herz Lusche, beide Karten. Wenn die bei meinem Partner sind, oder auch von mir aus auch bei mir, also kann er nicht gewinnen, ne? Bei beiden Karten. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal in die Kommentare. Gibt es irgendeinen von euch, der mit dieser Karte Granghand hier reizt? Wenn ja, dann bitte reinschreiben. Okay. Und ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss und ich weiß nicht, ob wir uns heute nochmal sehen. Also skatmäßig, weiß ich, glaube ich eher nicht. Okay, bis dann, macht's gut. Tschüss.